Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen, spontanen Apex Legends Info-Video. Die Info ist für alle, die eine PS4 Plus Mitgliedschaft haben. Und zwar gibt es jetzt im PS4 Store zwei kostenlose Skins für Mirage und für Lifeline und zwei Waffenskins für die R99 und für die EVA 8 oder EVA 8 und zwei Banner. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr die findet. Ihr geht in den Store. Geht hier ganz eben fix auf PS4 Plus. Drückt zweimal nach rechts. Stopp, das war schon zu weit. Und hier oben habt ihr schon exklusive Pakete. Da geht ihr drauf und gleich in der ersten Reihe habt ihr das Apex Legends PlayStation Pack. Und das könnt ihr kostenlos runterladen. Finde ich eine feine Sache. Ich lade das eben fix runter, dann gehe ich kurz ins Spiel und zeige euch kurz, wie der ganze Spaß aussieht. Bis gleich. Fangen wir direkt mal mit der Lifeline an. Hier haben wir schon die Tarnung, habe ich alles schon mal ausgerüstet, damit es ein bisschen schneller geht. Also ich muss sagen, dafür, dass es eine kostenlose Tarnung ist, muss ich sagen, dass die echt mega geil gelungen ist. Und ich wette oder verwette meinen Arsch drauf, ich komme heute zwar nicht zum Zocken, dass die meisten auf der Karte wahrscheinlich schon damit rumrennen. Kommen wir gleich noch zu dem Banner, den seht ihr hier ganz rechts. Ich mache mal kurz die Kamera weg, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, den Banner finde ich jetzt nicht so speziell. Den Banner finde ich eigentlich eher langweilig. Aber ich muss sagen, zu Mirage und Lifeline sieht die Tarnung eigentlich richtig, richtig scharf aus. Auch hier der Banner absolut unspektakulär. Nichts Besonderes. Und wenn man sich das jetzt mal so in nah ansieht, bei beiden, muss ich sagen, sieht absolut gelungen aus. Ohne Scheiß. Jetzt gehe ich mal noch schnell auf beide Waffen, und zwar auf die EVA 8. Und auf die R99. Ich finde, auf der EVA 8 wirkt die Tarnung jetzt nicht so mega geil, weil auch ziemlich viele Elemente an der Waffe sind, die Tarnung eh verdecken oder zu wenig von der Tarnung zu sehen ist. Aber ich muss sagen, auf der R99 zieht es euch einfach mal rein, wirkt die Tarnung absolut geil. Das war's schon für das kurze Informationsvideo. Ich hoffe, die Infos haben euch gefallen, auch wenn die meisten von euch das sicherlich beim Start des Spiels schon mitbekommen haben. Das war's soweit von mir. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.